Anfang der Woche hingen in Grevesmühlen, Wismar und auf der Insel Pöhl Plakate, auf denen der Innenminister des Landes verunglimpft wurde. Die Staatsanwaltschaft vermutete, dass Rechtsextremisten dahinter stecken, weil sich Lorenz Kaffier ganz vehement für ein Verbot der NPD ausspricht. Heute nun wurde ein Haus eines NPD-Kreistagsabgeordneten in Jamel durchsucht und dabei haben die Ermittler auch brisantes Material gefunden. Sven Krüger betreibt in Jamel im Kreis Nordwestmecklenburg eine Abrissfirma. Der mehrfach Vorbestrafte sitzt für die NPD im Kreistag. Aufgrund von Zeugenaussagen bekam er gestern Besuch von Polizei und Staatsanwaltschaft. Es bestand gegen den Abrissunternehmer der anfängliche Verdacht, dass er sich an dieser Aktion beteiligt hat, insoweit, dass möglicherweise Plakate mit seinem Kraftfahrzeug transportiert worden sind. Es wurde Computertechnik sichergestellt, die nunmehr ausgewertet wird. Die Ermittlungen dauern insoweit noch an. Für den Staatsanwalt wäre es das erste Mal, dass man eine möglicherweise strafrechtlich relevante rechtsextremistische Tat direkt mit der NPD in Verbindung bringen kann. Zur Zeit der Durchsuchung hielt sich auch der NPD-Landtagsabgeordnete Stefan Köster in Jamel auf. Abrissunternehmer Krüger wirbt für seine Firma auch direkt vor der NPD-Zentrale in Grevesmühlen. Mit dem Slogan: Wir sind die Jungs fürs Grobe. Was man gestern bei ihm fand, zeigt, wie grob er werden könnte. Eine weitere Radikalisierung zeigt sich dadurch, dass wir gestern bei einer Durchsuchungsmaßnahme als Rechtsextremisten die präparierten Fotos von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, des politischen öffentlichen Lebens unseres Landes gefunden haben. Die Fotos sind präpariert worden und versehen worden mit einem Fadenkreuz. Sie sind also offensichtlich als Zielscheibe verwendet worden. Und ich denke, das zeigt, welch geistiges Kind diese Rechtsextremisten sind und zeigt auch ihre Gefährlichkeit. Wahrscheinlich stellen die Politiker-Zielscheiben keinen Straftatbestand dar. Der Fund beweist dennoch, wie weit die Nazis im Land ein Jahr vor der Landtagswahl von den demokratischen Parteien entfernt sind.